For me, as a product manager, it's absolutely crucial to understand customer needs. And therefore, I'm here to ask you, what's important for you if you buy a new combine? Driver comfort. The operator's been there for a long time. He's got to be comfortable and happy where he is. The machine's got to do a good job. It's got to produce good quality grain and good quality straw. If you're chopping the straw, it needs to have a good spread pattern at the back, be able to spread the full width of the header, and a constant spread as well, rather than patchy. Transport width's a big factor in the UK. We've all got to be below 3.5 meters, and output. You've got to be able to get the job done. Besonders wichtig ist die Gesamtwirtschaftlichkeit, was sich bei dem Ideal durch den niedrigen Kraftstoffverbrauch auch widerspiegelt. Die Kornqualität, die Strohqualität und wenn Stroh gehäckselt wird, auch die Strohverteilung. Le confort de la machine, la cabine, parce qu'on fait quand même des grosses journées, donc il faut quand même un confort optimal. Il faut aussi que la machine soit adaptée au maïs. What is your experience with Ideal after the seasons you've been running Ideal? What do you see as differences compared to your previous combine that you've been using? The grain bin is very large. It's we think of using a chaser bin, but instead of using a chaser, we've got the larger combine tank capacity. So we're unloaded straight into lorries, and a chaser bin would be a benefit, but I don't think we're going to get to that point just yet. Die hohe Entladeleistung und der große Korntank macht schon Sinn. Wir sind in einer kleinen strukturierten Gegend, da wird oft am Feldrad abgetankt und wir haben dort die Möglichkeit, den Anhänger mit einer Korntankladung befüllen zu können in kürzester Zeit, was uns die Gesamtwirtschaftlichkeit der Maschine natürlich eine ganze Ecke nach vorne bringt. Ce qu'on regarde aussi, c'est avoir une grosse capacité. On a quand même des champs assez conséquents par chez moi. On peut pas aller sur les champs avec des transbordeurs ou avec les bennes, donc on vide souvent dans les camions. Donc il faut une grosse capacité de trémie. How would you compare the fuel economy compared to the other machines you are using? I'd say it's definitely better on fuel, and also the combine seems to run very smoothly. It seems to be very constant flow, and I think that probably will improve efficiency as well. Zum Thema Kraftstoffverbrauch kann ich nur sagen, dass der Ideal im Vergleich zu den Wettbewerbsmaschinen bei uns im Betrieb übers Jahr hinweg um die 10% weniger Kraftstoff verbraucht als der Wettbewerb. Die question de la consommation est vraiment primordiale, ainsi que pour nos clients. Je fais aujourd'hui 30% de plus de productivité pour 25% de moins de consommation par rapport à mon ancienne machine. Donc pour nous, c'est vraiment un gain. How important do you judge your operators or your personal experience in the decision making process of buying a new combine? If an operator doesn't like the machine, it will always be bad and negative. If he likes the machine, it's always a positive feeling, towards the machine. And it will always be a better experience. Da wir schon viele Fanschlepper im Betrieb haben, ist dieses Wiederfinden des Bedienkonzeptes ein sehr wichtiger Punkt für uns im Betrieb, damit die Fahrer auch die möglichst höchste Leistung aus der Maschine rausholen. Und halt der Komfort für den Fahrer, die Assistenzsysteme spielen eine sehr, sehr große Rolle. What else do you hear from your operator or operators about Ideal compared to the previous combine they were using? Ein Fahrer, da wir auch andere Fabrikate haben, musste mal den anderen Mähdrescher vom Feld holen und sein Fazit war, auf dem sitzt man ja wie bei einem Discounter an der Kasse. Ich sitze auf meinem Ideal wie in einem Ledersessel im Wohnzimmer. So als Vergleich nun mal, wie er sich halt wohlfühlt auf der Maschine. Und auch wenn sie abends nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommen, die Fahrer sind auch entspannt. As Ideal was a newly developed platform from scratch, basically, customer expectations were kind of mixed at the beginning. I'm hearing very often in the meantime, if I knew it was performing that well earlier, I would have bought it earlier. What do you think about this statement? We tried the Ideal combine when it was relatively new, so 2019, as a demonstration. We were very impressed.
it wasn't a time that we were looking to change a combine, so or buy a new combine. We were ready when we did, and we chose the Ideal. Nous avons essayé sur l'exploitation la première Ideal il y a 3 ans. On a passé le pas de l'acheter il y a 2 ans. Donc ça va être ma 3e campagne cette année. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais j'ai été, c'est vrai, un des premiers à acheter la machine. Il y a énormément de concurrence chez nous, mais c'est une machine qui cadrerait idéalement dans le paysage alsacien. Das kann ich nur so bestätigen. Es ist so, wie vorhergesagt, mit der Kornqualität, Strohqualität, dem Kraftstoffverbrauch und der Wirtschaftlichkeit der Maschine, es ist perfekt eingeschlagen.